ho, let's go, Mahlzeit, Leute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Apparition. Und wieder mit dabei ist der Philly. Hallo, Leute, moin. Und Wackelby fehlt natürlich auch nicht, der ist mit am Start. Hallo. Ja, so, wir sind von der wilden Tour, der wilden Nameless Tour zurück. Und haben, wie viel hatten wir jetzt am Schluss? 90, gell? 90 Nameless Gift hatten wir, glaube ich. Insgesamt, ja, wir hatten noch ein bisschen was in der Base, glaube ich. Ah, okay. So, bevor das Ganze losgeht mit dem Rock Drake Eye, mal kurz die Base gezeigt, was sich so verändert hat, wie ihr hier schon seht. Für die Tiere. Kleinen Parkplatz hat den Gabby gebaut. Sehr nice, finde ich. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Finde ich richtig cool. Finde ich richtig cool. Aber allgemein die Mauer schön da, weit vergrößert. Genau, wie ihr es schon seht, Leute. Es wurde extrem vergrößert. Also wir haben uns ein bisschen ausgebreitet, denn Max und Arno lassen sich nicht lumpen und bauen auch ganz schön große Sachen dahin, wie wir sehen. Und naja, da müssen wir natürlich mithalten. Bleibt ja nicht. Gabby hat auch schon da oben wieder den, was hat's da angefangen? Ne, der Philly hat den Turm angefangen, ne? Ja. Warst du da schon weiter? Ja, oder? Nee. Okay. Ja, hier nochmal riesen Tore, da Gabby hingepflanzt. Sehr geil. Er muss ja, wir müssen ja mit den Drakes auch irgendwie rauskommen und so, und es geht halt nur mit den ganz großen Toren. Aber auch noch spionieren. Aus dem Fenster. So. Ja, Arnos Private Mauer hier. Ja. Ach, Philipp ist Spionage-Style, ist reingeflogen. Aber wie er vor dem Balkon hat. Ach, hör auf. Hallo. Kommst du nicht, nein. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hoch und machen mal mit dem Ei ein bisschen was. Wir machen jetzt mal ein bisschen was mit dem Ei. Erstmal brauchen wir das Nameless Gift ja nicht, wir nehmen nur das Ei. Und da haben wir einmal hier ein 74er, das gehörte der Gabby. Dann haben wir das 67er von mir und dann haben wir noch ein 9er Random Ei. Das, ja, ob sich das Philipp nehmen würde oder nicht, das bleibt ihm überlassen. Da würde sich noch entscheiden, denke ich. Aber erstmal machen wir jetzt das 67er. So. Oh. Dann legen wir das mal oben rein. Erstmal eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Seid ihr am Start? Ich bin da. Ich mach mal an. Mach mal an. Oh. Am Start. Sehr gut. Es ist kalt. Stell mich jetzt hier rein. Es ist kalt. Stell mich jetzt hier rein und leg's hier. So, Rechtsklick. Nicht essen, sondern fallen lassen. Zack. Da liegt's da. Und das brütet aus. 1 Stunde 15 Minuten. Ich dachte, du stellst brüten 1 Stunde 14:56. Eigesundheit 100% und Eibrutzeit 99,6%. Okay. Ja, das geht halt runter, das ist halt brüten, ne? Ja, okay. Ja, aber nice. Das ist eigentlich richtig groß. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich ihn da nennen soll, aber dann muss ich erst mal warten, ob männlich oder weiblich. Ja, du hast ja noch 1 Stunde Zeit. Ja, ich muss aber auch gucken, wegen männlich, weiblich, muss ich mir ja dann 2 Namen aussuchen, vorhinein quasi. Ja, hast ja aber halt auch 1 Stunde Zeit, ne? Das stimmt. Ja, so. Leute, damit das nicht ganz so langweilig wird, jetzt hier für euch hier 1 Stunde zu warten, mache ich immer einen kleinen Cut und wir sehen uns wieder 5 Minuten, bevor das Ei fertig wird. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Das Ei ist bald fertig, Leute. Und wir haben in der Zeit natürlich ein bisschen was gemacht, sinnvoll genutzt. Von außen schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Ein Riesenturm. Was sich dann da verbirgt, das sehen wir gleich. Wir haben sie schon mal schöne Metallstreben gesetzt, dass wir schön hier hoch können. Und dann kommt das, was uns hier draußen findet, das sehen wir jetzt. Tada! Ein Aufzug und. Wie nennt sich das? Eine Industrieschmelze? Ja, genau. Und das richtig geil verbaut. Gehen wir mal ein Stück nach unten, damit wir das unten sehen. So. Ja, das ist Teil. Das kocht auch fleißig. Und das ist jetzt quasi wie viel schneller als ein normaler Schmelzofen? Das schmelzt halt 20 Bahnen mit einmal. Ah, das ist krass. Ja. Nicht mehr einzeln, Leute. Jetzt gibt es 20 Bocken mit einmal. Ja, dann geht es natürlich vorwärts. Ne?
Ja, dann der Aufzug, ich vergessen. Achso, so stark. Ne, Gabi, oh Gabi. Warte, ich ja, die Treppe müssen wir oben noch abreißen. Gabi nicht, nein. Ich lasse die runter. Ja, okay. Im Turm brauchst du nicht hochgehen, das ist einfach nur ein Turm, das ist nicht so. Okay. Aber es sieht schon, von außen sieht es nice aus. Der Plan hinterm Tor war einfach nur höher zu sein als die anderen zwei Kollegen, die hier mitzocken. Ja, und der Fahrstuhl für die technische Raffinesse. Genau. Mhm. So, 2 Minuten 43, Alter. Nice. Nice, 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 nice. Es geht vorwärts. Und ich habe mir in der Zwischenzeit natürlich auch zwei Namen einfallen lassen. Also Menschen, Menschenwort, was ich einfach nur hoffe. Bitte, bitte. Nenne ich einen Zeus. Wenn es Weibchen wird, würde sie Venus nennen. Werden wir mal sehen, was rauskommt. Ich hoffe, so ein Mensch. Und ich bitte, bitte blau, bitte blau. Meine Venus war. Blau. Was? Venus war die Göttin der Liebe. Das ja. Stelle ich mir so schön vor. Ja, ja. Venus, nee, Venus Aphrodite eigentlich. Na, Venus auch. Also Venus, die, Venus ist, glaube ich, die. Also, das Zeus ist griechisch, griechische Gottheit und Venus ist eine römische Gottheit, glaube ich. Genau. Und Venus stand für die Liebe, für die Romantik. Ja, stimmt, das ist das Äquivalent zur Aphrodite irgendwie. Oh. Es gibt ja noch Sexgöttin. Ich kenne es aus Caesar 3. Sexgöttin. Ja. Was willst du jetzt wieder? Das ist dein Arschloch. Na, genau, alter Opa, kennst du das nicht? Ich will jetzt nicht weiter drauf. Inge Koschmitter. Ja, genau. Nee. Der war im Altersheim, ja. Aber ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ne? Du hast doch mit dem Scheiß angefangen. Die wollten den im Altersheim abgeben und er wollte nicht da bleiben. Ja, ich konnte manchmal auf dem Boden, aber wenn es getrocknet ist, könnte es wegsaugen. und dann hat er die Krankenschwester gesehen und fing an, nein, ich will hier bleiben, lass mich hier. Ja, die heilige Göttin, ja. Für die Zeit war der ganz schön krass, der Film. Ich fand ihn richtig nice. Ne? Definitiv. Zumal der war glaube ich auf 12. Ne? Philipp, oder so? Geh mal ein bisschen beiseite bitte, damit der Rock Drake nicht denkt, du bist der Papa hier. Ja. Danke. Ich geh mich auch hängen. Geh dich da hängen? Nein, mach das nicht. Du bist nicht. Das ist nicht am Leben. Oh, Gabi, reißt schon wieder irgendwas ab, Alter. Ja, sicher. Ja, sicher. Bleibt ja nicht, sie müssen ja hier weitermachen. Naja, ich hab den Aufzug erweitert. Ah, okay. Ach so, wegen der Treppe, ja, das hat ja gepackt. Stimmt. Ja. Aber ich bleib manchmal am Boden hängen. Kann man mal checken. Also hier fehlt noch eine Decke. Ne, zwei Decken. 60 Sekunden. Wir brauchen wir gleich. 13, 12, 11, 10. Ich hab kein Nameless Gift am Start. Leute, Nameless Gift. Ja, das macht nicht, der verhungert nicht gleich. Mach doch mal Chili. Mach doch mal Chili. Was hab ich? Komm raus. Warum kommt der nicht raus? Er ist fertig. Muss vielleicht die Schale auf. Da ist er. Oh, er ist blau. Er hat blau. Mega. Er ist aber rot geschrieben. Hä? Warum? Ich muss ihn da bestimmt rausholen, oder? Nee, du musst mal E drücken. Du musst den claimen. Das ist bei der Zucht auch ja, so. Was ist aber, es denn? Aber. Zeus? Menschen oder Weibchen? Wenn nicht. Oh, geil. Juhu. Und dann braucht man Nahrung. Sehr geil. Braucht Nahrung. Geht okay. Das hier nicht mit Stopp? Der Fahrstuhl geht das, ja, ne? Also wenn du auf der Etage bist, geht's. Oder davor, kurz davor geht's nicht. Abreißen, nee, entsperren, Stopp, was? Hier sind nur noch 45 Nameless Gift drin. Warum? Hat einer von euch Nameless Gift am Start? Ja, ich hab's gerade rausgenommen, ich wollte es bringen. Ach so. Ich muss die Schiene angucken, deshalb, hey, ja. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Wo ist denn hier der Aufzug? Du musst die Schiene angucken und ablassen. Ja, dann geh das mal nach oben hier. Ich hab mir runtergelassen. Erdbeben. Ich hab schon Nameless drinne. Was? Du musst Stopp drücken. Drücke? Ich pack hier gerade. Warum geht das bis ganz hoch? Weil du Stopp drücken musst, in zwei Etagen. Ach so, das ist nur eine. Der Erdbeben, das darf ganz schnell ab. Stopp für dich. Ja, ich packe hier gerade. Jetzt geh runter, kannst du springen. Ja, warum? Kann der nicht bis da anfangen oder stehen bleiben? Nein, er fährt immer von Anfang bis zum Schlusspunkt. Was sagst du? Genau. Selber Stopp. Ja, vielleicht wollen wir auch nochmal
Machen wir aus dem einen Fahrstuhl zwei Fahrstühle oder sowas. Gabby, lass mal bitte jetzt hier den Rocktrack rausholen, dass du dein Ei reinlegen kannst. Wie können wir den jetzt hier rausholen? Ja, nee, ja, du musst mal Folgen machen. Ich packe hier gerade drin rum. Okay, verhalten. Wie regt denn da von einmal Gift? Der hat noch nicht gegessen. Okay. Ja, jetzt Zähne drinnen, mehr geht nicht. Ich krieg den muss mal auf niedrig stellen. Achso. Oder auf niedrigste. Verhalten, Vollmittel auf niedrigste. 3000 HP, nice. Komm ja, das wird noch krasser. Komm mal hierher, komm mal her zu euch. Und er ist echt blau. Er hat echt blaue. Oh, das ist mega. Jetzt, meinst du, er hält Schuss mit dem Schrotflint aus? Wenn du einen aushältst, geh mal bitte weg. und schwarz ist auch mit drin. Geil. Tja, deine Eltern musst du nie kennenlernen. Oder vielleicht doch irgendwann. Vielleicht musst du. Ich glaub, die ist schon die Spawn-Team-Mama. Baby Zeus. So noch Eis und bleib uns. Gönn dir. Ah, Gänse schon. Also anscheinend braucht er echt viel Lebensgift, da kann das sein. Ich könnte es nochmal. Okay, mein Ei liegt drinnen. Oh, ich komme jetzt. Oh, warte. Komm her. Zeus, komm her. Ja, ich bin. Am besten, ah, der ist nicht blau. Der ist gelb, gelb-rot. Nein, das Blau oben ist an seinen Federn. Ach so, das Blau. Ansonsten ist er schwarz. Aber du kannst ihn gerne mal draußen parken, weil hier drinnen, wenn er hier drinnen groß wird, kriegst du nicht mehr raus. Ah, okay. Okay, dann unten raus. Verhalten, voll markieren. Ich will hier mal mit dem Fahrstuhl, aber das geht ja nicht mehr. Kannst du hier runterspringen, Zeus? Geht das? Klappt das? Ist sicher, kann er das. Er hat aber nicht viel Leben, ne? Der verliert keine AP, ist nicht hoch genug. Ja. Ja, vor allen Dingen hat er 700 HP, der hat keine AP, der hat mehr HP wie du. Ja, jetzt haben wir beide auf. Ja, auf und zu, ne? Ihr Profis. Voll mit clever. Oh, ab in die Sonne. Komm, guck mal hier raus. Hier rumwatscheln. Komm, wir gehen mal zum Lämmchenhaus hier rüber. Das ist schattig. Hat er jetzt schon einmal gegessen? Ja, willst du hier zu mir kommen? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube auch, ja. Ja, es passen ja jetzt 18 nämlich das Gift rein. Hey, wandert der hier? Hat er aber gar nicht bekommen. Der hat, also, muss Wandern nicht deaktivieren machen. Ja, ich sehe es gerade. Immer bei Babys. Okay. Da hat er aber nicht viel Prozent bekommen durch das Gift. Hey, ich hab aber doch voll. Der muss halt immer fressen, ja. Ich glaube, der will irgendwas machen. Nee, der will nichts machen. Der hat nichts zu machen wollen. Nee, ich hab ihn auf Wandern deaktivieren gestellt und ich hab ihn dann auf Verhalten. Nicht mehr folgen, er ist trotzdem rumgelaufen. Also irgendwas ist dann noch. Vielleicht will er irgendwas einsammeln. Andere Einstellung. Deaktiviere Aufsammeln von Opfer. Ah, okay. Er will hier was einsammeln. Der ist kleiner Kotnascher. Ja. Hat schon was gegessen. Uah, es passt schon ein Haufen Lebensgift rein. Also ich glaube, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, der braucht einen Haufen Lebensgift. Kann das sein? Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen farmen gehen. Ja. Aber das Problem ist jetzt, ich kann ja das jetzt nicht alleine stehen lassen, oder? Na doch, klar. Okay. Solange er Lebensgift drin hat, ist alles easy. Okay. Ich guck nochmal, schon nochmal ein bisschen was, mal gucken, wie viel reinpasst. Aber in der Regel, ich sag mal, wenn da 100, 200 Nameless Gift drin sind, passt es eigentlich. Ja, na, da warten wir noch kurz, das geht ja schnell hier. Lassen wir nochmal einmal essen und dann würde ich sagen, machen wir nochmal los und nur nochmal ein bisschen was. Jo. Dann seht mal zu, dass ihr gleich alles hier am Stissel habt. Was wir so brauchen. Oh. Babyzeus. Das Gift brauche ich hier, weil ich so ganz schön stark bin. Ich kann mir nochmal Resistenz brauchen. Ich habe die Pilze am Start, ich habe die Pickaxe, die muss ich schon mal probieren.
Boah, wir haben echt kein Metall mehr hier, oder was? Ja, guck doch mal in das Teil. Den Industrieschmelzer. Hammer wieder Metall, ne? Hammer wieder Metall, also bis 640 Metall, so. Komm, nee. So. Geht schon. Na gut, wollt ihr euch auch gleich eine Pinke machen? Ihr habt doch vorhin keine mehr gehabt. Ich habe jetzt noch zwei Pinke. Ah, okay. Ja, eine reicht, das ist schon. Ich mache eine Pinke. Also was gestorben? Ja. Schon von Max oder Arno? Ja. Jo. Lampi ist am Start. Jetzt nochmal gegessen? Ja. Ja. Ich hab nochmal was reingetan. 19 habe ich jetzt noch. Ich würde doch warten, bis er das ganze Nameless Gift quasi aufnimmt. Ja, ich habe auch noch. Ja. 19 habe ich auch noch. 18. Ja. Ja, dann tu die auch gleich mal mit rein. Ja, ja, alles was geht. No. Baby-Zeus, mega, mega. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall schwarz sehe ich und... sag mal, bin ich blöd oder ist das weiß? Das ist doch weiß. Oder? Also der hat eine coole Farbgebung, finde ich. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist schwarz. Der ist weiß, ja, der ist weiß. Weiß und oben die Federn sind rot, rot-bläulich. Geil. Hat irgendwie so einen leichten japanischen, asiatischen Touch zu. Na, vor allem ist es voll Zeus. Sieht halt aus wie ein Drache, ne? Ja, sieht aus wie ein Zeus. Ne, ist schon cool. War schon nice. Ich bin mal gespannt, wie Gibbys dann aussieht. Und auch gespannt, wie Phyllis dann aussieht. Ich denke mal, der wird den Level 9er auch ausbrüten wollen. Lass mal sehen, was da rumkommt. Ich sag mal so, Level 9er kann man ja immer noch mal einen ranholen in einer Session. Den kann man auch leveln, da kommt man damit auch runter, ein besserer Eier. Da hat er recht. Ich wollte gerade sagen, wenn wir dann erstmal ein paar Drakes haben, dann können wir auch mit den Drakes einfach runter und dann ist es alles nicht mehr so, so schlimm. Easy peasy. Das jo. Mich schon. Aber Max hat vorhin tatsächlich einen 85er Ei gefunden, ne? Und ist fast heimgebracht. Er ist leider. Ja, das ist heim. Ach, das ist liegt bei uns im Kühlschrank. Jo, ja. Stimmt, da war vorhin dann noch daheim. Jo. Na, das gucken wir uns doch gleich nochmal an. Und dazu das liegt gesagt, bei uns im Kühlschrank. Nebenbei, Leute, der hat den Anfängerfehler gemacht. Er hat nichts zu essen und nichts zu trinken mitgenommen. Das dürfte nicht machen. Zu wenig. Ja. Nichts ist. Ach so, okay. Zu wenig. Ja, also das müsst ihr auch mitnehmen, Leute. Definitiv. Essen, trinken ist wichtig. Vor allem Essen. Durch Klettern verbrauchst du einen Haufen Essen. Max hat einen Tresor gebaut, mehrere. Bist du schon wieder bei Max drüben oder was? Ja, ich wollte mal das Ei sehen von ihm. Na, das ist hier im Kühlschrank. Das Ei liegt bei uns im Kühlschrank, habe ich gesagt. Ach, bei uns? Ja, na, wir brüten es doch bei uns auch aus. Er hat doch keine Klimaanlagen, weiß ich. Ist aber kein Problem, Leute, weil wir sind ja eine große gemeinsame Base. Also, ja. Family. Ja, wir unterstützen uns hier gegenseitig alle. Das ist echt cool. Ist cool. So eine Menge Spaß. Cool, man. Aber Vorsicht! Wir werden auch mal sehen, vielleicht so, wenn wir mal eine Dungeon machen, mal sehen, vielleicht hat ja der Max oder Arno mal Lust mitzukommen. Sind vielleicht auch mal mit dabei, wenn sie Lust haben. Ich denke schon. So. Aber um mal auf den Schmelzer zurückzukommen, hier auf den Industrieschmelzer, der backt hier schon ein bisschen raus. Also müssen wir schon noch ein bisschen ändern. Grüße. An der Seite, jo. Grüße gehen raus an den Industrieschmelzer. Das müssen wir noch mal ein bisschen optimieren hier. Was ist denn, wenn wir hier noch eine Wand davor setzen? Wir müssen einfach nur ein Fundament bauen. Noch eins nach links, zwei nach vorne, drei nach vorne. Ach so, ja. Okay, vergrößern. Und dann noch die Wand ein bisschen von innen quasi vertiefen. Und dann, damit das hübsch aussieht. Philipp reißt hier irgendwelche Wände ab. Aber Hustus. Pass auf, das ist. Vor allem war es die falsche. Läuft bei ihm. Ja, ich guck nochmal kurz, dass ich das Gift reinkrieg. Gucken. Ja, brauchst du nochmal Fundamente oder was? Jo. Wo ist denn eigentlich mein. Ich hol mal meinen Raver.
Snowberry. Und da haben wir auch noch was vor, zumindest ich, Leute, weil ich, wie ihr ja wisst, ich habe immer noch den allerersten River von der Folge, wo wir zum ersten Mal die Driver geschnappt hatten und ich den Alpha hatte mit 45. Und er lebt immer noch. Ist schon zwei, dreimal ein Tor von der Klippe gesprungen. War schon echt krass. Rettungsaktion ohne Ende. Aber es ging immer gut, aber mittlerweile ist er echt zu low, was gerade die Bewegungsgeschwindigkeiten angeht. Also ich komme dem lieben Göbbi und Philly manchmal gar nicht mehr hinterher. Also es ist schon nicht mehr feierlich. Ja, du kannst ja zum Beispiel mal die Werte von deinem mit die Werte von einem gezüchteten von mir hier vergleichen. Machen wir mal. So, da haben wir hier Gesundheit. 2200, Ausdauer 882. Mega, Nahrung, Sauerstoff ist egal. Gewicht 854, Nahkampfschaden 328%, richtig geil. Bewegungsgeschwindigkeit 175%. Auch nice. So, dann gucken wir mal rüber. Bei meinem sind es, ja, gerade mal 1300 Gesundheit, lächerlich. 1300 Ausdauer, ja, okay. Gewicht 877, ja, okay. Nahkampfschaden, da geht's doch schon los. 193%. Ist ja lächerlich. Lächerlich. Das ist ein Witz. Und dann 143% Bewegungsgeschwindigkeit. Wie viel hatte er? Ja. Da bist du auch, warum du nicht hinterherkommst. 175, ja, das ist schon, schon eine Hausnummer. Sieht ja hier bei Philly aus. Das ist auch ein von Anfang an gezähmter, ist kein gezüchteter. Oh. Okay, ja, das merkst du auch. Er hat auch noch 135% Bewegungsgeschwindigkeit bei Philly. Ähnlich wie bei mir. Auch mit der Gesundheit her. Ja, ich denke mal, ich habe mehr Angriffs. Du hast mehr Nahkampfschaden hast du. Ja. Du hast 228 und wir sind nur 193. So. Aber nichtsdestotrotz wollte ich demnächst nochmal zwei Raver miteinander paaren lassen und ja, Gabby hatte da schon zwei gute in Sicht. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Hat da mal was vorbereitet. Und ja, die würde ich dann zusammen paaren lassen und ich hoffe, dass ich dann mal einen mega geilen Raver rauskriege. Mal gucken. Hat Spaß. Guck mal, ob du jetzt ein Nameless Gift noch reinkriegst oder hast du schon alles drin? 7 habe ich noch und sie gehen rein. Hab alles. Ja. 7, 8. Dann machen wir jetzt mal los. Jo, mach mal. Ach was? Okay. Wollen wir runterspringen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wir könnten auch einen Break machen und könnten Stimmt. dann unten wieder einsetzen. Ja, können wir machen, können wir machen, machen wir auch so. Ja Leute, dann würde ich sagen, bis gleich, wenn wir unten sind. Tschüss.